So, wir wollen jetzt eine Turing-Maschine konstruieren, die die folgende Sprache akzeptiert, und zwar die Menge aller Worte, die aus zwei Wortwiederholungen besteht, wobei das einzelne Wort ein beliebiges Wort über dem Alphabet AB ist. Also beispielsweise wollen wir Wörter erkennen der folgenden Form: AB, AB, Blank und dann eine Wiederholung von dem ersten Teil. So, wie kann man eine solche Turing-Maschine konstruieren? Wie kann die arbeiten? Nun, die Idee wird sein, dass wir Turing-Maschine, wenn wir an dieser Position sind, ja, dass wir sagen, naja, wir merken uns quasi dieses Zeichen, laufen auf die andere Seite, gucken, ob dort das identische Zeichen vorhanden ist. Also, dass wenn hier ein A steht, auch hier ein A steht. Ja, und wenn das der Fall ist, dann laufen wir zurück und gucken uns das nächste Zeichen an. Das Problem, was wir dabei natürlich haben, ist, wie erkennen wir, an welcher Stelle wir uns hier gerade befinden? Oder an welcher Stelle wir sozusagen das aktuelle Zeichen betrachten müssen? Das geht ganz einfach, indem man einfach sagt, naja, an der Stelle, wo ich das Zeichen gelesen habe, mache ich mal einfach ein anderes Zeichen hin, beispielsweise ein X. Ja, und dann laufe ich nach rechts. Und wenn dort auch ein A steht, dann markiere ich das auch. Ich laufe zurück, jetzt sozusagen bis einmal über das Blank hinweg, dann durch das Wort durch bis zum X und dann gehe ich auf das nächste Zeichen. Dort genau das gleiche Spiel. Ich markiere mir das, merke mir natürlich das B, laufe wieder nach hier hin. Ja, bis sozusagen über das erste X hinaus, gucke, wenn dort ein B ist, dann ist okay, dann markiere ich das auch, laufe zurück und das mache ich die ganze Zeit hin und her. Ja, das heißt, ich laufe zeichenweise hin und her und wenn ich jeweils korrespondierende Zeichen finde, ist es in Ordnung, dann mache ich weiter und wenn ich auf ein Zeichen treffe, beispielsweise im zweiten Teil des Wortes, was nicht passt zu dem gerade gelesenen Zeichen im ersten Teil des Wortes, dann bleibt die Turing-Maschine hängen. Ja, versuchen wir mal eine solche Maschine zu konstruieren mit Hilfe eines Zustandsdiagrammes. Wir fangen an in einem Zustand Q0. Das ist unser Startzustand. Und wir fangen mal an mit einem Zustand Q1. Ja, und wir nehmen einfach mal dieses Beispiel hier oben. Wenn ich dort ein A lese, dann schreibe ich mir ein X aufs Band, gehe anschließend nach rechts, ja, also ich lese ein A, schreibe ein X, dann bin ich weiterhin hier an dieser Position und gehe eine Position nach rechts. So, was ich jetzt mache, so jetzt laufe ich so lange nach rechts, bis ich das ganze Wort durchlesen habe, durchlaufen habe, bis ich auf ein Blank treffe. Und wenn ich auf das Blank treffe, gelange ich in einen Zustand Q3. Auch da gehen wir nach rechts. So, jetzt kann es sein, dass hier mehrere X schon stehen. Das heißt, auch über die muss ich hinweglaufen. Das heißt, wir laufen hier nach rechts, wenn wir auf ein X treffen. So, und jetzt kommen wir auf ein Zeichen, ungleich X, ungleich Blank, welches mit dem zuerst gelesenen Zeichen übereinstimmen muss. Das war dieses hier. Das heißt, wenn wir ein A lesen, dann überschreibe ich das ebenfalls. Komme ich in einen Zustand, ich nenne den jetzt mal Q7. Und was mache ich bei dem Zustand? Naja, da muss ich jetzt wieder zurücklaufen. Ja, ich bin jetzt hier, habe ein X gerade geschrieben und wenn ich ein X lese, ein A lese oder ein B lese, laufe ich zurück. Ich komme in einen Zustand Q8, wenn ich auf das mittlere Blank treffe. So, und in diesem laufe ich jetzt über alle Zeichen hinweg, die noch nicht markiert sind. Das heißt, hier lasse ich auch eine Schleife laufen. Und zwar
Wenn ich ein A lese, laufe ich nach L. Wenn ich ein B lese, laufe ich nach L. Und dann laufe ich in den Startzustand zurück. Und zwar genau dann, wenn ich auf das X treffe, dann laufe ich wieder eine, gehe ich wieder eine Position nach rechts, um das erste Zeichen, welches ich noch nicht bearbeitet habe, als aktuelle Eingabe zu haben. Das heißt, wenn wir ein X lesen, gehen wir nach rechts. So, das gleiche muss ich machen in dem Fall, wo mein erstes Zeichen ein B ist. Ja, da kann ich im Prinzip den Teil hier, Q1, Q2, Q3, kann ich quasi kopieren. Ja, das wird Q4, Q5 und Q6. Und da kann ich jetzt im Prinzip genau das machen, was ich oben auch gemacht habe. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied. Ich lese kein A und schreibe ein X, sondern ich lese ein B und schreibe ein X. Der Rest bleibt vollkommen identisch. Auch hier, wenn wir A und B lesen, laufen wir nach rechts. Wir treffen auf das Blank, laufen nach rechts. Wir treffen auf X, lesen, gehen nach rechts. Und hier müssen wir jetzt prüfen, ist das nächste Zeichen, das ist das erste Zeichen, was hinter dem zuletzt gelesenen X hier im zweiten Teil des Wortes kommt, ob das mit dem B am Anfang übereinstimmt. Das heißt, auf BX gehen wir nach Q7 über. So, was passiert, wenn wir jetzt hier mit unserer bisherigen Rechnung durch sind? Dann haben wir das letzte X geschrieben an dieser Stelle hier, sind im Zustand Q7, laufen jetzt für alle X, die wir geschrieben haben, nach links. Das heißt, wir kommen auf das mittlere Blank. Bei dem Blank laufen wir nochmal eine Position nach links, sind auf diesem Zeichen. So, und auf X gehen wir nun nach rechts, das heißt, wir sind auf dem mittleren Blank. So, und jetzt heißt das, wenn wir hier auf das Blank treffen, wissen wir, dass wir fertig sind. Wir gehen in einen neuen Zustand über, und zwar, wir gehen weiterhin nach rechts, in einen Zustand Q9. Und jetzt überlesen wir alle X. Das heißt, wir kommen hier hinten hin bis zum Blank. Und wenn wir das Blank lesen, dann schreiben wir das Blank wieder und gehen in einen Haltezustand über. Ja, und damit haben wir die Turing-Maschine vollständig konstruiert, die halt die Sprache akzeptiert, die Wortwiederholung enthält.